Ja. Es ist so seltsam, sich hier in den Saal umzusehen, wenn man vor gut, na doch, mittlerweile fast, war schon? Nee, in 2 Tagen sind es genau 2 Monate, dass wir den ersten angefangen haben, meine ich. Ich meine, wir haben den am 18.02. angefangen, den zweiten Teil. Den ersten Teil. Gott, das kommt mir vor wie gestern. Da war ich doch so nervös vor jedem Stream. Ich habe herausgefunden, wo Ciri ist. Endlich. Ich hatte langsam schon bezweifelt, dass du der Richtige für den Auftrag bist. Bring sie sofort her. Das Bild ist ein bisschen unvorteilhaft. Verfolgt sie. Kaer Morhen ist der einzige Ort, an dem sie sicher ist. Das war kein Vorschlag. Ich kann meine eigene Tochter verteidigen. Das bezweifle ich nicht, gegen gewöhnliche Feinde. Aber die wilde Jagd ist anders. Sich ihr hier zu stellen, würde Vysima in Gefahr bringen. Hunderte Unschuldige könnten sterben. Ja. Kaer Morhen liegt in der Wildnis und eure Armee wäre dort weitaus hilfreicher. In Ordnung. Ich schicke einen Banner mit. Unter der Bedingung, dass General Vorkins das Kommando führt. Lass es dir auf jeden Fall schmecken. Den kann ich nicht zulassen. Aber nein, das spiele ich trotzdem. Ich kann nicht zulassen, dass Hexer meine Truppen befehligen. Nun, ich werde nicht. Aber ich hoffe, dass das mit dem Liebeskummer schnell besser wird. Es tut mir leid, hoffe, ich kann dich so ein bisschen ablenken. Zu haben, Majestät. Bring mir Ziel. Aber wie gesagt, das ist das Natürlichste der Welt. Das werde ich. Habe ich auch schon mehr als, genug gehabt. Wobei, ja gut. Ja. Ja gut, wenn ich traurig bin, dann ist das immer so ein bisschen was anderes. Aber ganz früh, oh Gott. Ich weiß gar nicht. Wie lange ist meine erste Beziehung her? Also meine erste, wo ich wirklich... 15 Jahre? 16? 15. Glaube ich. Ungefähr. Da ging's mir scheiße. Wenn ich heute dran zurückdenke, denke ich nur so. Jo. Da. Aber wie gesagt, ist das Normalste der Welt. Auch wenn's scheiße ist. Und es ist wirklich, wirklich, wirklich scheiße. So, ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Das Skellige, das weiß ich. Aber wohin das Skellige? Wir gehen erstmal dahin. Auflastete, erwies sich als knifflig. Doch Yennefer und die Hexer schafften es, beizukommen. Der hässlichste Mann der Welt erwies sich nicht nur als Elf, sondern als elfischer Wissender. Avalon, so hieß das Schlimmste ist, wir haben, glaube ich, auch noch Fischstäbchen. Bei der Flucht vor der wilden Jagd geholfen, ja, Glück. Und sie dann auf der Nebelinsel. Aber die Fritteuse ist so laut. Und der Ofen auch. Ich glaube, wenn ich mir jetzt auch Fischstäbchen machen würde, würde ich, glaube ich, meinen Freund wecken. So. Also wir brauchen ein Boot. Entnehme ich dem hier. Begib dich auf ein Boot. Ihr Boot. Ja gut, das sollte vielleicht nicht kaputt sein. Wie gesagt, wir haben hier, glaube ich, schon jedes einzelne Boot kaputt gefahren. Das hier haben wir noch nicht kaputt gefahren. Ich weiß nicht, ob das jetzt so eine gute Idee ist, dass wir jetzt der Hauptquest folgen, aber... ein bisschen... Um mich selber jetzt nochmal so ein bisschen wach zu halten, wird das vielleicht sinnvoll. Haben die Boote getan? Die Boote haben mir eigentlich nichts getan. Aber ich habe den Booten was getan. Ich kann nämlich nicht Schiff fahren. Na gut, besser als bei GTA oder sowas Auto fahren. Da bin ich da tatsächlich im Boot fahren besser. Ob man es glaubt oder nicht. Weit weg von den Viechern da. Nein. Ich habe gerade keine Lust auf die.
Nein, lasst mich. Ich sehe euch nicht und ihr seht mich nicht. Was haben die Seeungeheuer gegen deine Boote? Ich bin in deren Revier. Und sie sind auf Futtersuche, glaube ich. Und ich glaube, ich habe auch zu viele von denen getötet. Hallo, Herr Wahl. Die hätten wir lieber Delfine hier mit reinpacken sollen, aber... Wale sind auch okay. Lass ich gelten. Hallo, Wahl. Der Wahl wollte euch auch mal begrüßen. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, nach da hinten. Aha, das hier ist also die... Ich war so nah. So nah an der Quest vorhin dran. Naja, jetzt haben wir, ich glaube, bis auf zwei Leute haben wir jetzt alle für den Kampf von Kaer Morhen zusammen. Ja. Dijkstra fehlt und... Gut, ich weiß gar nicht, ob man den Vater von Ceres und Hjalmar überhaupt hätte anwerben können. Aber wenn ja, dann fehlt auch der, das sind dann zwei. Ansonsten wäre es nur einer, der fehlt. Das haben wir alle. Frage ist, hätten wir uns dann nicht eigentlich auch ganz normal Schnellreise hinpacken machen können? Hinfahren können? Hinbewegen können? Egal. Jetzt ist es eh zu spät. Wie lange machst du denn heute noch? Oh, weiß ich eigentlich gar nicht. Also rein theoretisch wollte ich vor einer Stunde aufhören. Ich wollte eigentlich vor einer Stunde aufhören. Und dann kam allerdings noch ein Raid. Und dann konnte ich nicht aufhören, beziehungsweise wollte ich nicht aufhören. Dann habe ich gesagt, gut, okay, ich verfolge hier doch mal eine Questreihe. Mache noch eine Questreihe zu Ende. Hatte ich jetzt gemacht. Ja. Und wenn sie nicht gestorben ist, dann zockt sie noch in 1000 Jahren. Das ist so eine Art zumindest. Und jetzt hatte ich mich halt spontan entschlossen, dass ich die Hauptquest dann doch weitermache. Und ja, mal gucken. Weil eigentlich wurde ich nämlich zu meinem, ich denke mal, kranken Kater hoch, weil er sich jetzt seit 2 Tagen übergibt. Beziehungsweise kann er halt sein Futter gerade nicht bei sich behalten. Eigentlich wurde ich halt hoch. Ich habe mir dann aber halt eigentlich nochmal so ein bisschen gut zugeredet, weil an sich, bis auf das halt das Futter nicht bei sich behält, geht es mir gut. Also er schnurrt, kuschelt. Er hat Appetit. Vielleicht ist auch einfach das Problem, dass er zu viel Appetit hat und mal wieder zu viel Luft im Magen hat. Das wäre für seinen Refluxmagen ganz, ganz typisch. Hätte ich denn geradet? Das Pater hat mich geradet. Vorhin. Der jetzt schon, ich glaube, 2 oder 3 Mal mindestens hier mal reingeschaut hat. Und hier. Auf jeden Fall super lieb. Ist nur leider nicht mehr im Chat. Der ist schon, ich glaube, vor der Weide. So 20, 30 Minuten ist er, glaube ich, schon im Bett. Ich glaube, wir müssen da hoch. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Und ja. Achtung. Ah, okay. Okay, einmal manuell speichern. Gott, das hatte ich aber auch noch nicht, dass das Spiel mir das sagt.
Empfohlene Charakter. Och, da sind wir ja schon lange drüber. Das. Stufe 22. Sag mal. Vielen lieben Dank. Ja, also Rails kriege ich ab und an mal von drei Leuten tatsächlich regelmäßig, was ich auch total lieb finde. Das Geilste ist, ich möchte die meistens auch zurück raiden, nur die hören meistens vor mir auf. Das ist dann immer so scheiße. Und du möchtest dich dann halt quasi damit auch bei den Leuten bedanken, kommst aber nicht dazu, weil die meistens direkt vor dir aufhören. Und ich hatte tatsächlich zu dem gleichen Zeitpunkt auch die Idee, okay, ich gucke, ob der und der halt online ist, ob ich da halt mal reinraden kann. Ja, es ist... Sag ich jetzt mal zwei Blöde, ein Gedanke. Aber, ja, ist auf jeden Fall total lieb. Und ich freue mich auch immer, wenn Raids reinkommen oder wenn neue Follower da sind. Es ist einfach ein echt schönes Gefühl, tatsächlich. Wenn man damit halt Menschen eine Freude machen kann. Ich finde es einfach schön. Weißt du, ich dachte, jetzt fährt er uns da zum Ziel, jetzt muss ich trotzdem fahren. So, ich habe jetzt sogar so lange gemacht, dass ich fast keine Getränke hier mehr stehen habe. Zum Glück hatte ich noch spontan hier ein Wässerchen. Sonst hätte ich jetzt nochmal aufstehen müssen. Folge dem Licht. Das Licht, was ich kaum sehe. Da lang. Links, rechts, Kombination. Geralt. Das Problem ist, wenn wir da gegen irgendwas gegenfahren, ist das Boot kaputt. Das kommt nicht so gut jetzt. Ich glaube, hier finden wir nicht so schnell ein neues. Nein. Geralt. Mich! Okay, ich muss einmal. Geralt. Ja, klar! Wollt ihr mich verkohlen? Ja, komm her. So. Ich hätte nicht gedacht, dass ich... Alter, das ist eine... Geralt, wir machen das Boot damit kaputt. Wir kommen hier niemals heil raus. Alter, wie viel Schaden dieses Boot schon gekriegt hat. So, können wir bitte Ciri finden? Das lief eher... Wäre schlecht als recht. Wir machen. Inwiefern meinst du das jetzt? Meinst du, ob ich die Kommandos reinschreiben kann oder was verkürzen soll? Also kann ich auf jeden Fall machen. Das ist kein Ding. Ich bin da ja gerade dabei, noch mich da so ein bisschen durchzufuchsen. Das war im Spiel, oh Gott. Das ist wieder ein Nebeling. Das hier ist... Und eine andere Form von Nebeling.
hatten wir. Ah, ne, ein Level Up hatten wir nicht, okay. So, zurück haben wir ja. Ganz normal. Das erinnert mich gerade an Legacy of Kain, so ein bisschen. Folge dem Flump von Ignis Fatuus. Hier mit den Dingern hier ist es leicht ähnlich. Das Glühwürmchen hat vor der Hütte angehalten. Ich sollte reinschauen. Verschlossen. Achso, das habe ich tatsächlich schon gemacht. Ist da jemand? Verdammt. Müsstest du mal den Command Pet Avatar eingeben. Ich will nichts Böses. Ich habe unten in der, in der Infobox, wenn du auf die normale, Twitch-Profil gehst bei mir, kannst du unten in der Info bei Commands jetzt sehen, welche Commands es gibt. Und mit Pet Avatar zeigt er dir halt an, welche, oder nur nicht alle, aber welche Avatare du, welche Befehle es halt gibt für die Avatare. So. Das habe ich tatsächlich schon nebenbei gemacht. Also einfach, warte mal, kann ich... Pass auf, und jetzt funktioniert es bei mir nicht. Müsste da sein, glaube ich. Der Moment, wenn man sich selber verschreibt. Warte mal. Was ist das? Ja. Das ist der Befehl. Hätte ich mich eben nicht verschrieben, wäre alles gut gewesen. Ansonsten, ich kann auch gerade mal gucken. So, warte. So. Okay. Ich kann leider nicht genau reingucken, was es noch alles für Befehle gibt, aber das sind erstmal so die Standards, die ich so habe. Es gibt noch einige andere. Musst du dann halt nur, wie ich halt, in einmal komplett, glaube ich, alles klein meine ich. Und direkt hinter dem Ausrufezeichen. Nicht so, wie ich es gerade gemacht habe. Ich war das perfekte Beispiel, wie man es nicht macht. Aber ich mache das tatsächlich auch nicht so oft mit den Commands selber schreiben. Ich habe dafür meine Mods, oder mein Mod und mein Bot. Mod-Bot, ha. So. Ich bin Geralt, ein Hexer. Verschwinde! Ich suche nach einer jungen Frau. Aschblondes Haar, Narbe im Gesicht. Lasst ihr mich rein? Nein. Wie viele seid ihr denn da drin? Warum willst du das wissen? Machst du eine Volkszählung? Ach. Ein Bart meiner Mutter reißt euch zusammen, Jungs. Du da draußen vor der Tür. Geralt, richtig? Ja, Geralt. Ja, mach das. Kennst du dich, austoben? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob man groß oder klein beachten muss, aber das wirst du, denke ich mal, herausfinden. Ist aber nichts Besonderes. Auf der Insel lauern viele Gefahren. Aber das dürfte erklären, warum wir nicht traurig sind. Ihr müsst euch vor mir nicht fürchten. Sprach der Fuchs zur Gänse. Oha. Ich habe schon zu viele Kameraden verloren. Sorry, ich will schon mal. Wenn ich eure Kameraden finde, glaubt ihr mir dann, dass ich euch nichts tue? Ja, aber das wird nicht einfach. Wie viele sind es? Drei. Ivo, Gaspard und Erik. Ivo. Dieser Ivo. Wo soll ich nach ihm suchen? Der Teufel hat darauf bestanden, die Höhlen im Osten zu erforschen.
Ich wollte ihm die Idee aus dem Kopf schlagen, ließ sich nicht umstimmen. Gaspard, wo finde ich ihn? Er sagte, es sei schwachsinnig, auf Rettung zu warten. Wir sollten was unternehmen, oder zumindest er würde es tun. Angeblich hat er ein Licht draußen auf dem Meer gesehen und wollte auf den höchsten Gipfel klettern, um nach Schiffen Ausschau zu halten. Wo ist Ferenc hingegangen? Nach Westen, auf der Suche nach einem Schiff, das angeblich dort sein soll. Ferenc, er ist da, geschickt. Er dachte, er könnte separieren, seetauglich machen. Damit jeder wegkommt. Also gut, mal sehen, ob ich alle drei finden kann. Bis dann. Ich bin froh, dass du Verständnis hast. Ja, natürlich haben wir Verständnis. Hui, hast gewonnen. Sehr cool. Ah, Harpien. Ich hasse Flugmonster. Boah, man trifft sie halt auch nicht. Alter, ihr fliegt schon so tief, ey. Und ich krieg euch trotzdem nicht jetzt. Ihr wart im zweiten Teil leichter zu töten. Fernschreibung scheint auch zu funktionieren. Das ist gut. Wie gesagt, ich hab das nur alles rüber kopiert gehabt. In der Hoffnung, dass das auch alles funktioniert. Und ja. Wie gesagt, es gibt, meine ich, noch mehr Befehle, aber das waren jetzt erstmal so die wichtigsten, die ich so gefunden hatte. Okay, Gerard ist einfach mal gestorben. Das ist sehr schön. Ich will gleich anfangen, falsch. So. Ein wunderschöner Tod. Ja, hier kann ich auch wieder nochmal speichern. Warum stirbt doch aus der Höhe? Komm schon. Das ist doch nicht fair. Und nochmal das Ganze. Alter, ich hätte dich treffen müssen. Ich habe ihn aber getroffen. Nein, bloß nicht wieder runterfallen. So. Oh, kleiner Daria, lernt bitte immer den Weg benutzen. Spring einfach nirgends runter. Das ist am besten. Ja, sind wir auch oben. Oh, hey. Du Sumpfrolle. Ein Mensch. Ha, wie schön, dich zu treffen. Ja, ne? Ich habe mit deinen Freunden gesprochen. Komm runter. Gut, ich komme. Du Glückspilz, du. Weißt du, eine Sache bereue ich, dass... Ah! Tod. Verdammt. Warum war das klar? Das war so klar. Und pass auf, der nächste stirbt auch.
Keine Ahnung, der wird jetzt vom Blitz getroffen oder sowas. Oder ist bereits tot. Hey, wach auf. Lass das. Zurück ins Bett, Leckermaul. Wach auf. Was ist denn? Wer bist du? Ich bin Geralt. Deine Freunde haben mich gebeten, dich, Fereng und Ivo zu suchen. Ich fürchte, dass sie tot sind. Monster haben Ivo umschwärmt. Hab's mit eigenen Augen gesehen. Und Fereng, hab seinen Schrei gehört. Dann das Brüllen einer Bestie. Gehen wir zurück zur Hütte. Ich beschütze dich unterwegs. Schade um die Kameraden, wirklich. Aber was soll man machen? Komm jetzt. Aber ich sollte dich warnen, dass ich an Schlafkrankheit leide. Das bedeutet... Ich weiß schon. Keine Sorge, ich halte dich. Ja, ich glaube, Attacke zulassen gehört zu einem Minispiel, was ich noch nicht genau durchgestiegen bin, wie das funktioniert. Da muss ich mich noch mal ein bisschen reinfuchsen. Weil ich glaube, dafür brauchst du dann noch jemand anderen. Und das musst du dann mit längeren Commands machen, glaube ich. Wenn ich es richtig verstanden habe. Sicher bin ich mir aber selber noch nicht. Das bleibt dann noch abzuwarten erstmal. Werde ich mich vielleicht am Sonntag mal dran setzen. Du darfst weitergehen. Boah, ich Junge. Ich kann nichts machen. Tut mir leid. Wach auf. Schon gut. Oh, nur noch ein kleines bisschen. Steh auf. Weißt du viel über diese Insel? Fast nichts. Weißt du, dass sie auf keiner Karte ist? Das ist charakteristisch für verzauberte Inseln. Denkst du, sie ist verzaubert? Das ist das Einzige, dessen ich mir sicher bin. Ich wollte gerade sagen, bitte nicht wieder. Zeig mir, was du zu bieten hast. Warum schläft er nicht währenddessen ein? Lol. Oh Gott. Ja, das wäre echt nervig. Ich weiß gar nicht. Bei mir habe ich, glaube ich, maximal... Ja, 30 erstmal eingestellt, solange, also so eine Grenze gemacht, bis ich halt merke, wie gut, wie doll das, ne, ist. Aber bei, ja, maximal 5 Leuten, die so ein Viech haben gleichzeitig, da geht das ja noch. Also wenn das wirklich irgendwann mal bei Story Games oder sowas zu viel werden sollte, werde ich das dann auch für solche Sachen ausschalten. Dann halt nur, wenn ich in den anderen Szenen bin. Wo ich dann halt nur in einem kleinen Fenster spiele. Dann anhaben. Oder bei Just Chatting. Ja, dann auch. Aber zurzeit geht das ja noch. Da muss ich nicht großartig drauf achten. Ach, wir müssen da hoch, ne? Ich glaube, ich bin hier eigentlich ganz hin. Ich muss den ja erstmal sicher an Land bringen. Weil das hier nicht der Ort ist, an dem ich gerne möchte.
hoffe, ich finde jetzt den Weg. Ich bin gerade immer noch nicht so ganz sicher. Ich glaube, hier hoch. Komm jetzt. Komm her. Ja, das stimmt. Alter, kommst du jetzt? Ich, ganz ehrlich, ich hasse solche Begleitquests. Das ist so nervig. Das bringt das den ganzen Spielfluss so ein bisschen durcheinander. Boah, Alter. Wach auf. Ich will nicht zur Schule. Ja, ich auch nicht. Aber aufstehen musst du dennoch. Und was hat dich an diesen seltsamen Ort geführt? Ich suche jemanden. Hier? Mhm. Das hat sich so ergeben. Willst wohl nicht gern darüber reden, oder? Nicht wirklich. So, komm jetzt her. Hier scheint es sicher zu sein. Komm aber wieder zurück und beeil dich, ja? Ja, ja, ich beeile mich. Ich beeile mich, dass ich hier wieder weg kann. Okay, in welchem Spiel? Ich mag es einfach nicht. Ja. Geht mir eh nicht. So, das bringt einfach so den kompletten Spielfluss durcheinander. Weißt du, es ist schon schlimm genug, wenn du allein schon einen Begleiter hast, der dann noch nicht, also der dann nicht sterben darf. Das ist ätzend. Genauso wie dann trottet dir einer hinterher. Oh, nee. Also ich glaube, sowas wurde sie auch nur ausgedacht, um den Spieler einfach mal so gehörig einen auf den Geist zu gehen. Weil Nutzen hat es überhaupt nicht. Ich meine, wenn man sich das wenigstens noch aussuchen dürfte. Wollte vor dem Bias fliehen. Oh. Die kurzen Beine. Er war zu lange. Einer der Vermissten. Schade, dass er tot ist. Also tatsächlich, zwei tot, einer lebt. Da bin ich ja froh, dass ich den in der Mitte, also den anderen noch gefunden habe. Da ging es schnell. Ich hoffe, dass wir jetzt endlich herausfinden, wo Ciri ist. Das wäre doch sehr angenehm. Ich habe euren Freund dabei. Wirklich? Dann soll er was sagen. Auf. Ja. Ja, ich bin wach. Gaspard, ich öffne die Tür. Für mich ist das halt auch wirklich so Gaspard. Richtig gezwungen. Du siehst verwirrt die aus. Die sieben Zwerge, oder? Verwirrt. Höchstens etwas Schlaf. Doch, stimmt, die sieben Zwerge. Und was ist mit den anderen? Schlafmütze. Einer war in der Nähe einer Monsterhöhle. Leider Schlafmütze, Chef. Ich habe einen von der Klippe stürzen sehen. Hat sich den Hals gebrochen. Das war wahrscheinlich Seppel. Verdammt. Rabenick hatte mich gebeten, ein Auge auf diesen Rotzlöffel zu haben. War sein Neffe. Das sind die sieben Zwerge. Danke für deine Hilfe und tut mir leid, dass ich dir nicht vertraut habe. Ja. Alles ist schief gelaufen. Was sollen wir jetzt machen? Na, Brombeer? Ich habe ein Boot. Ihr könnt mitkommen. Aber erst muss ich jemanden finden. Ein Mädchen mit aschblonden Haaren? Ja. Wir machen einfach mal so einen auf Schneewittchen. Das tut mir sehr leid. Mistig. Schön, dass du das erkennst. Ja, Schneewittchen würde ich nur erkennen. Also, dieses Märchen dazu. War früher als Kind mit eines meiner liebsten Geschichten, die mir meine Mutter so am Bett erzählen musste. Das hat sie, glaube ich, auch rauf und runter gemacht. Genauso wie Aschenputtel. Hat sie mir auch ständig erzählt. Was willst du damit sagen?
Sie ist ganz kalt. Ihr Geist hat sie verlassen. Sie muss gestorben sein, kurz bevor wir sie gefunden haben. Wir warten beim Boot. Kuss der wahren Liebe. Schneewittchen. Schneewittchen. Oh Mann. Geh in die Hütte. Mach die Tür auf. Hier liegt sie. Nicht tot. Ich kann nicht tot sein. Wobei ihre Augen gerade echt so leicht creepy aussahen. Aber die Frage ist jetzt, wie lange liegt sie denn da schon, wenn sie tot sein soll? Ja, bitte, Batsch. Die ist nicht tot. Ach Gott, das würde ich mir nicht erzählen, die ist doch nicht tot. Also zumindest widerlegt, dass Gerard kein Gefühl hat. Milzuck! Antworte doch komm, antworte. Ach, irgendwas. Oh, will ich. Nein. Ja, genau. Gott, okay, das ist creepy. Das mit den Augen ist echt creepy. Ach, war das da, wo er sie gefunden hat? War sie nur klein und frech. Oh. Ich liebe Ciri. Dann hast du nicht alles vergessen, was Wesemir hier beigebracht hat. Ein Hexer kann das Essen, das Trinken und sogar das Atmen vergessen. Aber ein Hexer vergisst niemals, sich um seine Klinge zu kümmern. Ja, das habe ich auch ständig wiederholt. Und es wurde mir nie langweilig. Was für eine Kreatur war das? Was Kreatur? Von der du die Narbe über dem linken Auge hast. Die ist neu, die kenne ich noch nicht. Eine Erinnerung an die Gorgo von Spala. Eine Erweiterung meiner Sammlung, nichts Besonderes. Aber deine ist dafür gut verheilt. Avalach, er hat ganz spezielle Salben für mich zubereitet. Aber das war, bevor der Fluch von ihm Besitz ergriffen hat. Wo er jetzt wohl sein mag? Wir haben den Fluch gebrochen. Er wartet in Kaer Morhen auf dich. Meinst du das ernst? Mhm. Wahrscheinlich schon, bei sowas würdest du nicht scherzen. Das ist ein schönes Erwachen. Du vertraust ihm? Avalach? Er hat mich nie im Stich gelassen. Kein einziges Mal. Warum hilft dir Avalach eigentlich? Wissende haben Menschen doch nie besonders gemocht. Er macht es nicht meinetwegen. Es geht um meine Kräfte. Na klar. Als ob es jemals um was anderes ginge. Avalach hat versucht, mir beizubringen, wie ich meine Fähigkeit kontrolliere. Und er hat dafür gesorgt, dass ich Eredin nicht in die Hände falle. Und was hat Eredin vor? Was will er von dir? Was alle wollen. Die Kontrolle über meine Kräfte. Seine Heimatwelt steht vor der Vernichtung. Eredin möchte unsere Welt einnehmen. Genial, findest du nicht auch? Alleine kann er nicht viel ausrichten, also muss er eine Armee mitbringen.
Aber seine Navigatoren können unmöglich ihn und tausende NL zwischen den Ebenen bewegen. Das erlauben ihre Fähigkeiten nicht. Deine dagegen schon. Genau. Und wenn ich dabei sterbe? Nun, dann war das ein notwendiges Opfer. Wie ist es gekommen, dass du mit Abalach gereist bist? Als ich dich und Jen auf der Malus. Ja, ich glaube, mit dem Umarmen muss auch noch irgendwas gemacht werden. Ich, wie gesagt, ich muss mich da echt mal durchfuchsen. Aber deine Katze kann zum Beispiel auch sterben, wenn du Dai eingibst. Kann sie, meine ich, auch sterben. Aufgetaucht aus dem Nichts. Er hat ein Portal gefunden und uns in eine Welt gebracht, in der uns ihre Das hat Brutus vorhin die ganze Zeit gemacht. Er hat die ganze Zeit seine Katze zum Sterben gebracht. Diese Welt, in der euch Eredin nicht finden konnte, was war das für eine? Du würdest mir nicht glauben, wenn ich sie erzähle. Versuch's trotzdem. Die Leute dort hatten Metall in ihren Köpfen, kämpften aus der Ferne und benutzten so ähnliche Dinge wie Megaskope. Und dort gab es keine Pferde, alle hatten stattdessen fliegende Schiffe. Ciri, lass den Blödsinn. Ich hab doch gewusst, dass du mir nicht glaubst. Oh. Wir hätten dort bleiben sollen. Du kannst nur total süß. Ja, stimmt. Aber, wie gesagt, erstmal die ganze Zeit. Ich dachte, die Jagd hätte endlich mal. Deine Katze sterben lassen. Ich dachte, ich wäre sicher. Außerdem wollte ich dich finden. Dich und Yennefer. Oh, stimmt, wir müssen ihr ja noch erzählen, dass wir du nicht mit Jennifer zusammen sind. Wir haben nach dir gesucht. Oft hatte ich das Gefühl, dass du nur einen Schritt entfernt bist. Dann wieder dachte ich, ich würde mich im Kreis bewegen. Das überrascht mich nicht. Manchmal bin ich wirklich überstürzt geflohen. Also erzähl mir, wie alles gekommen ist. Schritt für Schritt. Eredin hat uns aufgespürt, als wir auf Azeri gelandet waren. Kurz darauf waren wir schon von Reitern umzingelt. Ich dachte, das wäre das Ende. Aber Eredin hatte andere Pläne. Er holte das Phylakterium heraus, entkorkte es. Wir waren von Nebel umgeben und Avalach begann, nach Luft zu schnappen. Hat Eredin so Avalach verflucht und seine Verwandlung in Uma ausgelöst? Ja, er wollte ihn nicht töten. Nur erniedrigen. Aber Avalach wollte sich nicht kampflos ergeben. Er wirkte einen Zauber, der unter den Reitern großen Schaden anrichtete. Und auch einen halben Wald auf Arzgellig verwüstete. Aber er verschaffte uns auch Zeit zur Flucht. Ja, ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass es mal geht und mal nicht geht. Er sollte mir folgen, aber irgendwas. Wir sagen vorhin, das war. Oder ging komplett die ganze Zeit. Nur Wir hatten uns geeinigt, dass wir uns in seinem Versteck in Velen treffen, sollte etwas schief gehen und wir getrennt werden. Ich weiß gar nicht. Okay. Bei mir macht es das nämlich auch nicht. So. Ja, ich möchte es aber selber mal ausprobieren. Warte mal. Nee, meine Katze will auch nicht. Aber ihr habt euch dort nicht getroffen. Nein, haben wir nicht. Sobald ich im Portal war, bin ich statt in Avalachs Versteck mitten im Buckelsumpf gelandet. Ich bin den Numen nur knapp entkommen. Und da kam der Baron. Weißt du, dass er mich zur Jagd mitgenommen hat? Mhm. Ich habe mit dem Schwert ein Wildschwein erlegt. Hab ich gehört. Reiner Zufall. Ich wollte an dem Tag nicht jagen, aber ich wollte auch nicht ablehnen. Ich hatte nichts dabei, was einer Jagdwaffe entsprach. Ich wollte nicht jagen. Ich bin durch den Wald gestreift, habe die Luft tief eingeatmet und dann plötzlich ein seltsames Geräusch gehört. Hat dich das Schwein angegriffen? Mhm. Groß wie ein Büffel kam es direkt auf mich zu. Ich hatte nur mein Schwert. Ich musste es erlegen. Du hast dich gut geschlagen. Danke. Alles einfache Soldaten.
Aber wir haben uns blendend verstanden. Schade, dass ich fliehen musste, aber ich wollte sie nicht der wilden Jagd ausliefern. Außerdem wusste ich da schon, dass der Fluch vorangeschritten war. Deshalb suchte ich nicht länger nach Avalach, sondern nach dir und Yen. Und wie hast du so einen Mann wie Hurensohn Junior kennengelernt? Ich konnte dich und Yennefer nirgendwo finden. Und ich brauchte jemanden, der das Phylakterium reparieren konnte. Das schafft kein normaler Handwerker. Ich brauchte einen Magier mit außergewöhnlichen Kräften. Rittersporn half mir dabei. Es war, als ob seine Ehre davon abhängen würde. Er hatte ein Treffen mit einem Magier vereinbart, aber das war nur eine Falle der Tempelwache. Das hat er mir gar nicht gesagt. Er wollte dich sicher nicht beunruhigen. Später haben wir herausgefunden, dass die Wache das häufiger macht. Um Leute zu schnappen, die mit den Magiern zusammenarbeiten. Wir mussten einen anderen Weg finden. So viel stand fest. Dann erzählte Rittersporn, dass er einen Mann kennen würde, dem ein Teil von Novigrad gehört und der mehr tun könnte als andere. Er würde das sicherlich jemanden kennen, der das Phylakterium repariert. Hurensohn Junior. Ich dachte schon, dass es nicht die beste Idee war. Aber ich war verzweifelt, hatte keine Wahl. Hatte ich mir schon gedacht. Hurensohn war einfach nicht der richtige Komplize. Dieser Einfallspinsel dachte, wir hätten ihn betrogen und hat dann Dudu entführt. Den ihr sofort befreit habt, nur um auf die Tempelinsel zu fliehen. Tolle Idee. Wir hatten das nicht geplant, hatten keine Zeit zum Nachdenken. Wir sind einfach los. Mir fiel nicht mal auf, dass mich die Wachen in eine Falle getrieben haben. Plötzlich war ich drin und wusste, dass ich verschwinden musste. Sofort. Und so bist du dann wieder nach Skellige gekommen. Die Küste von Hindarsfjall. Der erste schöne Ort, der mir eingefallen ist. Hjalmar und ich waren dort früher immer schwimmen. Moment mal, bist du wirklich zufällig dort gelandet? Ich dachte, du und Avalach, ihr hättet einen Plan. Nein, er spürte, wenn ich meine Kräfte eingesetzt habe. So wie Eredin spürte, ich habe aber auch einiges an Stunden schon investiert wieder. Tatsächlich ist Eredin kurz nach mir gekommen, mit seinen Reitern. Wieder ging alles sehr schnell. Lofoten, der Angriff der Dafür habe ich aber noch ganz viele Nebensachen zu erledigen. Träume. Nur Träume. Ich bin halt auch so erpicht, immer darauf die Hauptstory zu machen, weil ich die halt überhaupt nicht kenne. Und ja. Am liebsten möchte ich alles auf einmal machen. Was hast du geträumt? Ich hatte in letzter Zeit nur Albträume. Ziemlich schrecklich. Ich auch die meiste Zeit über. In einem verfolgte dich das Monster eines totgeborenen Kindes. Puh, das war schrecklich. Das ist wirklich passiert. Ich hatte auch ein paar schöne Träume. In einem saßen wir in einem Feuer, tranken guten Wein und alle Leute tanzten und lachten. Der gefällt mir viel besser. Mir auch. Aber diese Träume und die anderen endeten in einem Turm. Egal, was ich geträumt habe, am Ende ging ich immer in einen Turm hinein. Hast du ihn erkannt? Weißt du, wo er sein könnte? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht, aber irgendwie kam er mir bekannt vor. Und schrecklich. Der Turm war kahl und tot. Aber gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass ich ihn betreten musste. Hast du es getan? Nein. Alle Träume endeten damit, dass ich nach dem Eingang suchte. Und beim letzten Mal sah ich statt des Turms dein besorgtes Gesicht. Wäre die Narbe über deinem Auge nicht gewesen, hätte ich gedacht, dass ich immer noch träume. Ich hatte Angst, dass du tot bist. Habe ein paar Zwerge gefunden. Sie sagten, sie hätten versucht, dich aufzuwecken, aber du wärst eiskalt gewesen und hättest nicht geatmet. Und trotzdem bist du reingekommen. Wer hört denn heute noch auf Zwerge? Da fällt mir ein, sie sind bestimmt schon nervös. Wir sollten gehen. Stimmt. Ich habe ein Boot am Strand. Sobald wir anlegen, reiten wir nach Kaer Morhen hin. Gut. Ganz gewöhnliches Reisen. Das war schon immer besser. Doch ein Portal wäre schneller. Und würde uns Eredin direkt auf den Hals hetzen. Also wenn man länger nicht spielen muss, muss ich echt jedes Mal wieder in Störung rein. Außerdem hasse ich Portale. Uxen. Habe ich auch immer so ein Problem mit. Verdammt.
War klar. Hör zu, wir müssen überlegen, wie wir... Oh oh. Mhm. Merkst du, ne? Ach du Scheiße. Bring uns weg von hier. Sie werden wissen, wohin wir gehen. Sie werden mich finden. Das wissen Sie jetzt schon. Siri, bring uns nach Hause. Mhm. Sehr schön. Noch die Typen. Ja, das kommt bei mir alles zusammen. Es wird beschrieben, wie man eine Passage in der Mine öffnet. Ich stelle mir immer die Frage, wie kommt Plötze eigentlich immer hinterher? Boah, meine Freunde. Pass auf, gleich erscheinen wir einfach so. Sorry, ja. Wir müssen dir immer noch sagen, dass wir nicht mehr mit Jennifer zusammen sind. Boah Gott, was war das denn für eine Lache? Willkommen zurück, Kind. Siri! Oh Gott, das will ich, mag die Frau noch weniger. Mann, bist du hübsch geworden. Stehen wir hier nicht rum. Begrüßt lieber die anderen. Oh. Ihr habt euch gar nicht verändert. Ihr seid so wie in meiner Erinnerung. Wir werden auch nicht gerade älter. Was? Geht's ja noch. Alter, was? Ist die... Ich reiß ihr den Kopf ab. Ich reiß dieser Frau den Kopf ab. Ich bringe sie um. Ich bring die Frau um. Ich bring sie alle um. Alle sind hier, die du um Hilfe gebeten hast. Ist Avalach die... ruht sich im Turm aus. Sein Zustand ist immer noch schlecht. Kein Grund, das hier draußen zu tun. Kommt rein. Ganz ruhig aber. Bringen Sie um. Uns bleibt kaum Zeit. Die wilde Jagd wird bald hier sein. Möchtet ihr vielleicht allein sein? Ja. Weg. Tut mir leid, wir wollten nicht. Ich weiß. Ist nur eine einfache Frage. Richtig. Möchtet ihr allein sein? Wenn es dir wirklich nichts ausmacht. Geh, verpiese dich. Such den anderen Strand. Sie hat es scheinbar gut aufgenommen. Oder sie will, dass wir es glauben. Ja. Ist lange her, seit wir hier waren, oder? Zu lange. Ja, geht's dem Gästezimmer? Alles so wie früher? Das Bett. Es ist kaputt. Kein Problem. Wir schlafen auf dem Boden. Legen einfach ein Fell aus und... Wie war das mit dem Alleinlassen? Wir sollten wohl gehen. Ja. Wäre vielleicht gar keine schlechte Idee. Diese. Ja, klar. Wir sind einfach mal Stufe 28. Wir waren vorher 25, aber. Ach, das ist schön. Wir haben einfach mal ein paar Level übersprungen. Nice. Das klingt eigentlich ganz gut.
Was haben wir hier noch? Weil es die Befehle ja auch nicht gibt. So, und jetzt setzen wir einmal da kurz mit rein. Das kommt da mit hin. Da, warte mal. Wir machen einfach das so mit rein. Weil es leider so ist. Okay. So. Die da einfach beide mal so zusammen lang gehen. Wobei ich jetzt, warte mal, jetzt doch so langsam Richtung Bett verschwinde. Die haben wir sowieso schon 2 Stunden länger gemacht. Ich glaube, das ist ein ganz guter Cut, um Leute zu hören. Ist das leider so? Weil man das leider nicht einstellen kann. Es sei denn, ich wäre eine Grafikerin. Dann könnte ich die Befehle selber designen und könnte sie selber eingeben. Dann würde es vielleicht gehen. Aber da ich das leider nicht kann, ja, geht das leider nicht. So, ich werde da jetzt einmal hier speichern. Werde einmal verlassen. Und am Sonntag ist auf jeden Fall...